Aufziehen ist einfach. Und übernehmlich. So, jetzt macht man die Vorhänge zu, damit die Damen besser wirken. So, fertig? Ja, klar. Okay, die Mädchen raus und spielt auf Empörung. Keine Unanständigkeiten, ich bin jetzt im Verlust. Ah, ihr lasst mich jetzt schon schief. Es ist Ehrensache. Die Schadenfreude ist das Einzige, was uns bleibt, Herr Kollege, das Einzige. Ja, ich bin Ihrer Meinung, nachdem die Autorität unterhöhlt ist. Zucht und Ordnung, das wäre es, sozusagen mit eiserner Faust durchgreifen. Ah. Es bleibt uns eben nur die Schadenfreude, wie Sie sagen. Ja, wenn Sie dann nur reihenweise durchs Abitur rasseln würden. Das wird geschehen. In Latein zum Beispiel wird's verheerend werden. Seit Wochen behandle ich nur Sallust zur Irreführung. Das verstehe ich nicht. Weil ich jetzt schon weiß, dass bei der Prüfungsarbeit Cicero drankommt. Ach so. Sehr schlau, Herr Kollege. Sehr schlau. So, Lampmann, und dann alle Positionen einnehmen. Jawohl. Auf geht's, Puppi. Herr Klang. Morgen, Herr Professor. Ja, warum stehen Sie hier noch herum? Oh, bitte gehen Sie nicht hinein, Herr Professor. Warum denn nicht? Es ist entsetzlich. Wir schämen uns so, ja. Warum schämen Sie sich? Die Hände denen zu reichen, schauert's den Reinen. Weh! Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Sodom und Gomorra! Ich brauche einen Zeugen. Einen Zeugen? Jawohl, super. Sie sollen Zeugen. Da, da sehen Sie sich das an. Ja. Und das haben Sie erlaubt? Sind Sie wahnsinnig geworden? Doch, Sie haben den Hauptschlüssel. Sie schließen hier ab und lassen keinen heraus. Ich gehe inzwischen in das Direktorat. Jawohl, das Herr Professor. Kein Ausblick. Das ist aber notwendig, Blochilein. Lassen Sie mich raus. Blochilein, sei du nicht. Bussi. Keine Bestechung. Mach die Vorhänge wieder auf, Lichter aus und lass den Damen die Luft raus. Vorhänge auf. Bleibt schon. Ich freue mich schon, wenn Knall wiederkommt. Sie wird Augen machen. Herr Dieter, mir fehlt die Worte. Sie hat... Ja, also was hatte ich schon wieder? Nicht Sie, die Schüler. Sie hatten halbnackte Mädchen auf ihren Schößen. Wo? Auf ihren Schößen im Klassenzimmer. Schülerinnen? Nein, offenbar nicht von der Straße oder irgendwo her. Völlig verworfen. Das ist völlig unglaubwürdig, noch dazu am helllichten Tage. Ich habe doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Ja, aber manchmal trügt der Schein. Besonders bei Ihnen, Herr Kollege. Diesmal nicht. Ich habe einen Zeugen. Herr Bloch steht vor der Klasse. Wach! Bloch, wollte jemand entweichen? Jawohl, Herr Professor. Ein Mädchen. Na also, da haben wir es. Und? Ich habe sie natürlich nicht herausgelassen. Na ja, schließen Sie auf. Hier. Bleiben Sie sitzen. Also ich kann nichts Außergewöhnliches bemerken. Ich muss schon sagen, Herr Kollege. Wo sind die Weiber? Wir wissen wirklich nicht, was der Herr Professor Knörz meint, Herr Direktor. Herr Bloch, bitte sagen Sie, was Sie vorher hier gesehen haben. Ich, nicht viel, leider, weil nämlich der Herr Professor die Türe sofort wieder zugemacht hat. Es ist unmöglich. Nicht möglich. Ja. Zur Seite, Mensch! Und was ist das? Zeigen Sie mal her. Ich bin nicht verrückt. Das da ist zum Aufblasen da. Aha. Woher wissen Sie denn das? Ja, die kann man aufblasen. Machen Sie das, Bloch. Machen Sie das. Das ist das Corpus Delicti, Herr Direktor. Ich verlange, dass die Täter samt und sonders von der Anstalt verwiesen werden. Die Entscheidung hierüber behalte ich mir vor. Gib es mal hier, ja? Bitte sehr. So. Vielleicht ist es auch ganz anders. Also aus meiner Sicht. Das ist schon ein Leben ohne Zucht und Ordnung, nicht? Verzeihen Sie, meine Herren. Guten Morgen. Ist der Schülerin schlecht geworden, Herr Direktor, dass man vielleicht einen Arzt... Das ist nichts Besonderes.
Herr Kollege Knörz hat diese Dame nur etwas aufblasen lassen. Guten Morgen. Was war jetzt dies? Vielleicht ist der Chef verrückt geworden. Agathe! Ja? Agathe! Was soll denn das? Was ist denn das für ein komisches Ding? Das ist der Gegenstand des Scherzes, den sich meine 13A mit dem dusseligen Knörz erlaubt hat. Und ich muss sagen, das ist sogar ein reizender Scherz. Knörz ist natürlich nicht meiner Meinung. Das kann ich mir denken. Er ist ja immer das Opfer. Ja, und deswegen will er ja auch, dass ich die Schuldigen rausschmeiße. So? Mhm. Und was willst du tun? Nichts. Nichts? Nein, nichts. Soll ich denn diesen armen Lümmeln, die mit Mühe und Not jetzt vor dem Abitur stehen, in letzter Minute alles verpatzen? Nein, nein, das bringe ich nicht fertig. Außerdem würde ich ja zugeben, dass ich als Pädagoge versagt habe. Ich, der Oberstudiendirektor Gottlieb Taft. Lieber Gottlieb, du wirst doch mit zunehmendem Alter immer milder. Ja, ja, das kommt daher, weil ich mich jetzt manchmal daran erinnere, dass ich als Schüler auch ein ziemlicher Lümmel war. Wenn ich zum Beispiel daran denke, Fünf. Was ich in der Unterprima alles getrieben habe. Fünf. 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 Taft. Herr Professor? Herr Blanke Nihilismus. Natürlich haben Sie bei der Antigone geschlafen. Die Folgen werden sich zu Ostern zeigen. Ruhe! Wir werden jetzt mit der Analyse von Schöllers Hymne an den Unendlichen fortfahren. Ich fahre fort. Ich lese die zweite Strophe. Deinen schauernden Pomp borge dem endlichen ungeheuren Ator, du der Unendlichkeit Rösentochter, sei mir der Spiegel Jehovas. Deinen Gott, dem vernünftigen Wurm, borge prächtig, Gewittersturm. Was? Was war das? Na, Ihr Gewittersturm, Herr Professor. Ich wollte Ihnen eine kleine Freude bereiten. Sie Lämme! Ich werde den Direktor herbeiholen, damit Sie drakonisch bestraft werden. Rohr! Rohr, bitte! Ich zitiere. Sein Gott, dem vernünftigen Wurm, orgle prächtig, Gewittersturm. Rohr, bitte! Schämen Sie sich, voll! Also weiter. Zwischen Himmel und Erde, kochende Lüfte, Meer. Was will Schüler damit sagen? Kollege, wenn Sie nicht leibhaftig vor mir stünden, würde ich sagen, Sie erteilen in der Klasse gerade Deutschunterricht. Ich bin aber nicht in der Klasse. Keine Erfurt, Herr Direktor. Ja, sonderbar. Und wo kein Gehirn, kein Verstand. Was kann denn dieser öble Taft sein? Mit Ihren dummen Gelächter zühlen Sie die heiligsten Götter der Nation in den Schmutz. Nämlich Schüler und Goethe. Ah! In flagranti! Schüler Taft, weil Sie sich erfrechten, Ihren verehrungswürdigen Lehrer nachzuäffen und zu verspotten, bestrafe ich Sie mit 6 Stunden Karzer, die Sie sofort absitzen werden. Bitte. Holmütz, holen Sie den Peter, damit er den Schüler Taft einschlüsst. Muss das sein? Schatz, gehen Sie! Na bitte. Schon gut. Wir werden im Lehrerkollegium darüber befinden, was weiter mit Ihnen zu geschehen hat, Taft. Sie wissen ja, dass Ihnen die Verweisung von der Anstalt angedroht war. Ist mir Schnurz. Quadler? Herr Direktor? Sie sperren jetzt sofort den Schüler Taft in den Karzer. Jawohl, Herr Direktor. Und lassen Sie ihn unter keinen Umständen vor heute Abend heraus. Jawohl, Herr Direktor. Gleichgültig, welche List er auch anwendet. Jawohl, Herr Direktor. Und wenn Taft ein Bedürfnis hat, dann bleiben Sie bei ihm. Sie sind verantwortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf. Jawohl, damit nichts daneben geht. Ich spreche vom Vollzug der Karzerstrafe. Anständig Ordnung machen. Ja, wir sind doch Splitter. Beeilen Sie sich, keine Möglichkeit vorschätzen. Da ist es. Wer schafft mir dieses Individuum vom Hals?
Pedel! Geben Sie doch Obacht! Jawohl, Herr Professor. Hören Sie den Schüler fast ab! Jawohl, Herr Professor, das hat man. Der Herr Direktor hat schon alles befohlen. Aber das kann ich ja nicht wissen. Nee? Unverzüglich einsperren! Jawohl, unverzüglich. Duft, ja? Folgen Sie mir? Ja. Und drehen Sie den Katzerschlüssel zweimal um. Zweimal. Wiedersehen. Das ist schlimmer. Bitte? Sagen Sie, ja, Duft, was haben Sie eigentlich verbrochen? Ich? Ja, nichts. Aber irgendetwas müssen Sie doch angestellt haben. Mein lieber Herr Quadler? Ja? Ich habe nur das getan, was Herr Professor Heinzelink beständig tut. Ja, und dafür waren Sie bestraft? Oh ja. Wieso? Ja, ich weiß auch nicht warum, aber der Herr Professor hat es anscheinend nicht gern, wenn man genauso spricht wie er. Mhm. Verstehe. Verstehe immer noch nicht. Hören Sie mal, Quadler. Der Taft ist ein Taugenöchts und verdient eine exemplarische Züchtigung. Ich gucke da die Stimme. Sie sprechen genau wie der Herr Professor. Sie sind überrascht, Quadler. Ja, ich bin überrascht. Und das haben Sie vor dem Herrn Professor gemacht. Naja, deswegen werde ich ja jetzt auch gedemütigt. Ja, die einzige Gerechtigkeit, die es bei uns gibt, ist die Ungerechtigkeit. Duft! Treten Sie hier hinein. Nein, tritt ein, bring Glück herein. Sie sollen nicht immer so sprechen, weshalb, weswegen Sie bestraft worden sind. Ich kann machen, was ich will. Nee, das können Sie nicht. Doch, 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 Herr Quadler, das kann ich. Ich kann sprechen, wie es mir passt. Das geht Sie überhaupt nichts an. Doch, das geht mich nämlich schon etwas an, wenn eine Respektsperson in meiner Gegenwart verspottet wird. Und das passt überhaupt nicht zur Würde meines Berufes. Herr Professor, Sie wünschen? Ich wollte mich erkundigen, ob Sie in sich gehen und einsehen, dass Sie die Strafe verdient haben. Nein, Herr Professor, das sehe ich nicht ein. Was? Sie wollen sich auf die Hinterbeine stellen? Disziplin muss sein. Versetzen Sie sich doch an meine Stelle. Verstehend. Ich soll mich an Ihre Stelle versetzen? Ja, das meine ich. Aber gern, Herr Professor. Dann können Sie ja jetzt die Strafe für mich absitzen. Was fällt Ihnen ein? Öffnen Sie augenblicklich die Türe! Taft, öffnen Sie! Befehle Sühne! Taft! Ich bringe Sie ins Gefängnis! Herr Professor? Wort Gott. Ich gehe jetzt, Quadler. Beobachten Sie mir den Taft. Der Übeltäter benimmt sich wie wahnsinnig. Er erfrecht sich noch immer, seine impertinenten Scherze zu treiben. Ja, ja, er hat sich schon getrieben. Ich wollte schon melden. Also, dass Sie ihm unter keine Bedingungen öffnen. Der Bursche wäre imstande, Sie über den Haufen zu rennen und mir nichts, dir nichts durchzubrennen. Haben Sie verstanden, Quadler? Jawohl! Du Befehl! Ich werde den Taft im Auge behalten! Gott, Gott! Und jetzt nichts wie weg. Es wird mir schon gelingen. Zur Hilfe! Zur Hilfe! Gewalt hat! Immer frei! Gewalt hat! Hilfe! Ich springe den Pedell um Amt und Brot, wenn er nicht augenblicklich absperrt. Das wird alles nur dir! Quadler! Gott sei Dank, dass Sie da sind. Öffnen Sie! Dieser miserable Kerl hat mich eingesperrt! Ja, 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 ja. Diese Scherze werden Ihnen schon noch vergehen. Und dass Sie den Herrn Professor einen miserablen Kerl genannt haben, das werde ich extra notieren. Quadler! Sind Sie verrückt? Nee. Zum Henker, ich sage Ihnen doch, dass Taft dieses öble Subjekt mich hier eingesperrt hat, als ich ihn besorgen wollte, um ihm ins Gewissen zu reden. Jetzt machen Sie keine Umstände, öffnen Sie unverzüglich! Ja, 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 doch, Sie müssen mich für sehr dumm halten. Also jetzt benehmen Sie sich anständig und bimmeln Sie nicht immer.
Jetzt gucken Sie doch wenigstens einmal durchs Schlüsselloch. Dann werden Sie doch sehen, dass... Ja, wie das letzte Mal, wo Sie mir in die Augen geboostet haben. Mit mir nicht. Nee, mein Gutster. Nee. Aber das gebe ich Ihnen schriftlich. Sie sind zum längsten Pedell gewesen. So war das damals. Übrigens, der Heinzeling ist erst nach Stunden aus seinem Gefängnis befreit worden. Und du bist nicht von der Schule geflogen? Nein, sonst wäre ich doch jetzt nicht der Direktor des Mommsen-Gymnasiums. Man muss eben manchmal Gnade vor Recht ergehen lassen. So wie ich jetzt. Mit der 13a. Und du glaubst, es haut hin? Klar. So, fertig. Steck mal ein. Okay. Und der dreht sich doch. Wenn man Pinsel in der Sache drin, dann haut sie hin. Ich probier mal, ob das schneller läuft. Und wenn der Blaumeier die Demonstration über den Drehimpuls heute nicht durchnimmt? Der macht schon, das hat er in der letzten Stunde angekündigt. So, jetzt müssen wir die Strippe noch ein bisschen besser verstecken. Danke Ihnen schön. Ich finde, so kann man die Schüler am besten zu einer gewissen Konzentration bringen. Versuchen Sie mal. Das soll nämlich schlank machen. Habe ich nicht nötig. Dafür sorgen schon die Schüler. Ich habe nie verstanden, ja, lieber Doktor, dass Sie nicht Konzertpianist geworden sind. Ja, gewiss. Sehen Sie, ich war zwar bei jedem Probespiel der Beste von denen, die durchfielen, aber ich habe mich dann doch für das Lehramt entschieden, weil ich sagte mir, ich aus meiner Sicht habe mir gesagt, siehst du, so kann ich sehr viele Musikschaffende heranbilden, während es ja andersherum letztendlich nur bei einem Künstler geblieben wäre, nicht wahr? Ja, natürlich. Oh, mein Schubert. Pardon. Ja. Das können wir uns unmöglich bieten lassen. Der Chef will von einer Bestrafung der 13a dieser Bande einfach absehen. Mit welcher Begründung denn? Gar keiner. Er sagt, das sei seine Sache. Da irrt er aber. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir uns von den Schülern auf der Nase herumtanzen lassen? Dazu noch mit Unterstützung der Anstaltsleitung. Was würden Sie dazu sagen, wenn ich als Direktor Sie mit dieser ungeheuerlichen Situation konfrontiert hätte? Eisern durchgegriffen, da gibt es kein Pardon, das ist doch klar. Und Sie? Selbstverständlich, dasselbe. Wir haben die Verpflichtung, die beginnende Alterstorheit des Herrn Taft dem Ministerium mitzuteilen. Schließlich gibt es doch eine vorzeitige Pensionierung. Wobei unsere Chancen steigen würden. Tja, schließlich muss ja einer von uns beiden... der Nachfolger werden, nicht? Es wäre ein Gebot der Höflichkeit, dass Sie aufstehen, wenn ich hereinkomme. Nun, mir ist es egal. Ich weiß sowieso, mit wem ich es zu tun habe. Setzen! Wo war ich letzten Donnerstag stehen geblieben? Am Sexshop in der Bahnhofstraße. Ich habe Sie genau beobachtet. Ich bin beim Drehimpuls stehen geblieben. Warum fragen Sie mich dann, wenn Sie selber wissen? Mit Ihnen spreche ich nicht mehr, Niednagel. Na, hoffentlich. Der Satz von der Erhaltung des Drehimpulses lautet, wenn keine anderen Drehmomente eingreifen, bleibt der gesamte Drehimpuls zeitlich konstant. Eine Katze, die mit dem Drehimpuls 1 ist gleich 0 vom Dach fällt, macht sofort Drehbewegungen mit dem Schwanz, dessen Impuls durch eine Bewegung des übrigen Körpers kompensiert wird. Ergebnis? Die Katze fällt immer auf die Füße. Ein Tänzer, 21, der... 21, 22, 23... Ja, was soll denn das? Ich zähle nur Ihre Atempause mit. Ein Tänzer, der bei einer Pirouette einen konstanten Drehimpuls von 1 ist gleich Theta mal Omega hat, kann durch Anziehen der Arme das Trägheitsmoment vergrößern, sodass das Produkt konstant bleibt. Ich demonstriere Ihnen das jetzt mal auf diesem Hocker, obgleich Sie es nicht verdienen, dass ich den Unterricht in irgendeiner Weise farbig gestalte. Lydia, treten Sie heran, schubsen Sie mich. Gerne. Achtung! Nein, und noch etwas kräftiger, wenn ich bitten darf. Ja, so ist es recht. Oh, oh. Ist Ihnen schwindelig, Herr Professor? Ja, das sollten Sie auch ein paar Mal am Tage machen, Niednagel. Das fördert die Durchblutung des Gehirns. Ich meine, vorausgesetzt, dass man eins hat. Doch, was wollen Sie denn? Ich wollte mich über Herrn Professor Blaumeier beschweren. Ah. Er hat den Unterricht vorzeitig verlassen. Ja?
Ja, warum denn das? Tja, das wissen wir auch nicht. Zuerst hat er seine Schuhe in die Vitriollösung geworfen. Ach. Und dann hat er gesagt, er kommt heute nicht wieder. Was? Der Schuh? Nein, der Herr Professor Blaumeier. Na, das ist aber sonderbar. Ja, vielleicht will er uns auch nur hereinlegen, weil er genau weiß, dass wir vor dem Abitur jede Stunde notwendig brauchen. Aber das wäre gemein. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Und ich bitte, dass ihr schön gleichzeitig einsetzt, ja? So, Kinder, jetzt noch einmal schön konzentriert. Ab Ziffer 19. Vivace. Ich gebe drei vor. Nein, nicht doch, um Himmels Willen. Bloch, was machen Sie denn nur? Ich triangle. Also ich darf Sie um äußerste Präzision bitten. Überdies hat Becken Einsatz und nicht Triangel. Ach so, ja. Hey, ja, ja. Also, noch einmal. Was in aller Welt ist denn jetzt schon wieder geschehen? Ich habe mich am Becken verletzt. Bitte wie das? Ja, ich habe es so gemacht, ne, und dann... Ich spiele nicht mehr mit, ich gehe jetzt nach Hause. Und Sie sind schuld. Wieso bin ich bitte schuld? Ja, ich wollte triangeln. Ja, aber Brahms schreibt nun einmal Becken vor. Becken vor. Ja, das kann ja sein. Der hat vielleicht längere Arme gehabt wie ich. Also meinethalben beschränken Sie sich für heute auf die Pauke. Das ist, dass niemand unter diesen Umständen ein homogenes Klanggemälde. Also noch einmal, Ziffer 19. Und 1, 2, 3. Gaudia musicum, jubilestum sum. Moment mal, wieso ist vom Klangkörper nur die Geige anwesend? Weil die Geige vom Turnen befreit ist. 1, 2, 3. Gaudia musicum. Na, wie geht's denn mit dem Proben voran? Danke, Herr Direktor. Wir sind fleißig und aus meiner Sicht zum 3. April voll einsatzfähig. Na, der liebe, gute alte Brahms. Dann ist er auch schon 75 Jahre tot. Ja, um was ich Sie bitten wollte, mein lieber Doktor. Sie haben doch in der nächsten Stunde die 13a. Ja? Dann unterbrechen Sie hier und übernehmen jetzt schon die Klasse. Kollege Blaumeier ist irgendwie ausgefallen. Jawohl, Herr Direktor. Ja. Komm, Herr Schauer. Hey, was machen wir heute mit dem Heidemann? Spinnst du mit... Vielleicht Namen vertauschen. Keine schlechte Idee. Also bist du nicht Lydia, sondern Eva. Mhm. Der ist bestanden und kriegt es hin. Du meinst wirklich, dass er das macht? Gestatten? Eva Schubert. Hm? Das ist das Ding des Tages für den Heidemann. Ach so, gestatten, Lydia Meier. Seid ihr krank? Bitte. Eva, ja, du bist ich. Ungern. Der Jux für Heidemann. Ah, kapiert. Der muss übrigens gleich kommen. Der Chef sagt, er schickt ihn statt Blaumeier. Da ist er schon. Guten Morgen. Wir beginnen mit der Deutschstunde schon jetzt. Einen schönen guten Morgen, Herr Dr. Heidemann. Ja, guten Morgen. Setzen Sie sich bitte. Ich habe gestern einen Onkel von mir kennengelernt, den ich bisher nicht kannte. Ja, das mag ja alles sein, aber... Ja, und jetzt wollte ich nur nachprüfen, ob Sie meinem Onkel vielleicht ähnlich sehen. Was? Herr Doktor. Naja, ich weiß nicht. Sagen Sie mal, was soll der ganze Unsinn? Ja, hätte ja sein können. Es hätte sein... Also ich aus meiner Sicht, ich habe kein Interesse, Ihrem Onkel ähnlich zu sehen. So, wollen Sie damit sagen, dass mein Onkel hässlicher ist als Sie? Also ich habe lediglich... Sie haben meinen Onkel beleidigt und das lasse ich mir nicht gefallen. Merken Sie sich das, Herr Doktor. Und jetzt beginnen Sie mit dem Unterricht. Wir haben sowieso schon Zeit verloren. Schade. Ich meine, leider. Naja, ich wollte sagen... Es sind uns aus der Frühzeit der deutschen Literatur viele Schriftdenkmäler verloren gegangen. Darunter befinden sich einige, welche ich für die Oberstufe als unerlässlich bezeichnen muss. Nicht. Weil Sie sie nicht kennen. Kennen Sie auch nicht. Aber sie sind eben, weil sie, respektive also im Hochmittelalter. Aber Gott sei Dank haben wir das Nibelungenlied. Wir haben unseren Richard Wagner. Winterstürme wichen dem Wonnemond, im milden Lichte leuchtet der Lenz. Also, wir wollen uns jetzt vielleicht ein ganz klein wenig über das Wesen des Stabreimes unterhalten, welcher durch die Gleichheit der Anfangskonsonanten entsteht. Also, Winterstürme wichen.
gewichen dem Wonnemond. Ja, oder niemals im Postamt pinkelt der Pauker. Dietmar, Sie sind unverschämt! Ich lasse mich nicht beleidigen, Herr Doktor. Wer spricht denn von Ihnen? Sie haben doch gesagt, Nietnagel ist unverschämter Mensch. Jawohl, Nietnagel und nicht Straub. Ich lasse mich auch nicht beleidigen. Ein Straub hat sich noch nie beleidigen lassen. Der sind Sie doch überhaupt gar nicht. Ich werde doch wissen, wie ich getauft bin. Straub. S wie Saubermann, T wie Treudeutsch, R wie Rhinoceros, A wie Asterix, U wie unterentwickelt und B wie Bertha. Also das ist doch... Das ist übrigens der Vorname meiner Mutter. Das interessiert mich nicht. Setzen. Beide. Auf so primitive Art werden Sie mich nicht übertölpeln. Ich werde jetzt prüfen, inwieweit Sie schon die einzelnen Charaktere des Nibelungenliedes in sich aufgesogen haben. Auf welche Art und Weise hat sich Siegfried seine Achillesferse zugezogen? Schubert. Siegfried hat sich am Bache... Sie sind doch gar nicht gefragt. Wieso nicht, wenn Sie mich aufrufen? Ich habe die Schülerin Schubert aufgerufen. Deshalb antworte ich ja. Ja, ist denn hier alles übergeschnappt? Ich bin denn hier als Lehrkraft? Jeder Gemeinheit schutzlos ausgesetzt. Beruhigen Sie sich doch, Herr Kollege. Damit muss ich eben ein Pädagoge abfinden. Vielleicht aber auch sind Sie dieser Klasse nervlich nicht gewachsen. Vielleicht, wenn gleich aus meiner Sicht. Apropos, weil Sie gerade da sind, ich hätte da eine private Bitte. Herr Direktor? Ja, also wir, meine Frau und ich, wir haben da ein französisches Mädchen aufgenommen für ein paar Monate. Au pair, Sie verstehen? Au pair. Das Mädchen heißt Denise Moreau. Sehr musikalisch, spielt ausgezeichnet Flöte. Schön. Und da habe ich mir gedacht, ob Sie nicht vielleicht für 2-3 Mal in der Woche mit ihr ein Stündchen musizieren würden. Oh, gern. Ich muss mich übrigens noch sehr bei Ihnen entschuldigen, weil ich Sie in Anwesenheit eines Bettes... Aber ich bitte Sie, Monsieur, ein Bett muss da sein. Wo sollte man sonst schlafen, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ja. Ach, das ist zu dumm. Das war mein. Bitte. Ja. Ich muss Sie ein weiteres Mal um Nachsicht bitten, weil ich nämlich leider ein ganz klein wenig beschränkt bin. Ich meine es natürlich räumlich. Natürlich. Verzeihung. Ja. So. Ja. Ja. Non, Rimageur. Ja, oh, ich bitte um Verzeihung, aber ich... Aus meiner Sicht, ich bin wirklich ein ganz klein wenig... Irritiert? Ja. Kind ist doch eine Freude. Gottlieb? Ja? Der Kaffee ist fertig. Ja, ja. Weißt du, unsere Tochter könnte eigentlich ruhig öfter mit der Kleinen zu Besuch hierher kommen, nicht? Denn schließlich möchte man doch seinen Enkel dann und wann zu Gesicht kriegen. Ach, du weißt doch, wie das ist, bis man sich entschließt, in den Zug zu steigen. Aber Baden-Baden liegt doch nicht in Peking. Sag einmal, wann ist denn diese Denise weggegangen? Ach, vor einer halben Stunde ungefähr. Ach, ich mache mir Gedanken. Agathe? Hm? Ist das Kaffee? Ja. Ach so. Du sollst ihn doch nicht so stark trinken, Gottlieb. Danke für deine Fürsorge. Bitte? Könnte ich dann vielleicht einen Cognac haben, ja? Ja, aber natürlich. Weißt du, ich mache mir aber Sorgen, ob es richtig war, dass wir Denise so einfach in die Wohnung eines Junggesellen geschickt haben. Schließlich sind wir für das Kind verantwortlich. Kind mit 19? Hm. Die Zeiten sind vorüber. Übrigens habe ich in der Zeitung gelesen, dass gerade in Frankreich die jungen Mädchen mit 16 ihre ersten Erlebnisse mit Männern bereits hinter sich haben. Agathe, ich möchte dich darum ersuchen, bei der Auswahl deiner Lektüre in Zukunft etwas vorsichtiger zu sein. So? Außerdem ist dein Dr. Heidemann der Inbegriff der Harmlosigkeit. Hoffentlich. Aber in jedem Mann steckt ein Verführer. Auch in dir?
Na, die Zeiten sind vorbei. Beim Klang der Flöte muss ich immer an eine arkadische Landschaft denken. An alkyonische Gefilde, Schäferinnen, Schäfer, Lämmchenwolken. Ach, il pleut, bergère. Es regnet nicht, Monsieur, aber es wird spät. Il faut partir. Partir? Ja, oh, ich hätte Ihnen so ganz gerne noch was angeboten. Aber ich bin bei mir zu Hause so gar nicht auf Besuch. Sie verstehen, eingerichtet, deshalb habe ich auch so gar nicht zu Hause hier bei mir. Es dämmert. Na ja, dann... Da kann ich auch unmöglich allein nach Hause gehen lassen, nicht wahr? Nun ja, zum einen wegen Herrn Direktor Taft und zum anderen ja auch, weil ich nämlich... Zum anderen dachte ich, weil, naja, aus meiner Sicht, man könnte ja vielleicht noch irgendwo gemeinsam ein Tässchen Kaffee nehmen. Irgendwo, oder? Verzeihen Sie, wenn ich vorgehe. Aber ich bitte Sie. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass Sie meine Einladung annehmen. Stehen Sie. Hier bin ich, der dressierte Mann. Guten Abend. Nicht nervös. Was wollen Sie von mir? Ja, nichts, Herr Doktor. Du holst mich ab, Pippi? C'est très gentil. Ich wollte gerade mit dem Doktor einen Kaffee trinken. Tja, und ich wollte mit dir essen gehen. Tja, dann gehen wir doch zusammen essen. Gehen wir zusammen? Ja, sehr gerne. Wir nehmen Ihre Einladung dankend an, Herr Doktor. So ist es. Zwei klare Schildkrötensuppen. Schildkröte, jawohl. Dann 100 Thermidor für uns beide. Und dann Fasan. Fasan. Ja, Fasan. Ja. Und Sie, mein Herr? Bitte? Ja, danke. Gibt es irgendein Omelett? Ein Omelett mit Trüffeln? Ein Omelett, nein, mit ohne. Ohne alles. Mit, ohne bitte. Alles. Ja, bitte. Ja, ich... Ich darf mich dann nochmal für einen kurzen Moment entschuldigen. Ja, ja, gern. Nehmen Sie den Champagner gleich zum Hummer? Selbstverständlich. Sehr wohl. Iris, das ist wahnsinnig teuer, Pippi. Wir können die arme Doktor lass mich nur machen. Also das war jetzt zwei Hummer nach Größe, Fasan 35 Mark, ein Omelett 57, das könnte hinkommen. Unter Umständen könnte das hinkommen. Bitte? Prost, im edlen Spender. Santé? Ja, natürlich, Santé. Santé. Na, was habe ich gesagt? In jedem Mann steckt ein Verführer. Wie spät ist es denn? Ah, Moment, Moment. Es ist 9:30. 9:30. Ich könnte mich Gottlieb. Ich sage ja nur, ich könnte mich. Aber diesen Heidemann, den knöpfe ich mir jetzt vor, den rufe ich sofort an. Wo ist die Nummer? Ah, hier. 57 12 72. Gottlieb, das ist indiskret. Bei dir stehe ich vor einem Rätsel, Agathe. So, so. Hallo, hallo, hallo. Melde sich niemand. Geht nicht mal mehr ans Telefon. Du spinnst. Ah. Bitte sehr. Danke. Herr Notnagel, Herr Niednagel, hätten Sie vielleicht zufällig ein ganz klein wenig Geld bei sich? Geld? Nein, nur ein paar Mark. Aber ich habe ein Mikroskop dabei, weil es mir der Mäcki Straub heute zurückgegeben hat. Glauben Sie, das kann man hier in Zahlung geben? Das ist nicht notwendig. Passen Sie auf. Schauen Sie sich das an, das ist ja unglaublich. Also, was? Hier. Also ich aus meiner Sicht, ich sehe da nur etwas Rotes, Herr Niednagel. Ich sehe da gar keinen Sinn drin. Ich weiß gar nicht, was das alles soll, Niednagel. Hä?
Das ist ja mein Trick. Abwarten. Verzeihen Sie bitte. Würden Sie uns das Vergnügen bereiten, heute unsere Gäste zu sein? Ja, wieso denn das? Es ist eine Gepflogenheit unseres Hauses, Gäste, die zum ersten Mal zu uns kommen, einzuladen. Eine besondere Werbung. Ja, dann danken wir schön. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Ich habe für das alles keine Erklärung. Das ist doch sehr einfach. Die glauben, dass wir von der Gesundheitsbehörde sind. Lebensmittelkontrolle, verstehen Sie? Nein. Na, Konservierungsmittel und sowas. Dass wir von Amts wegen eine Stichprobe machen. Die wollen uns bei Laune halten. Gehen wir. Die setzt mein Alter von der Steuer ab. Das Ganze halt! Also, unsere Bismarck-Eiche, die müsste hier zwischen Frommweiler und Klötzingen liegen. Ja, Moment, wir werden das gleich haben. Funktioniert denn das Ding überhaupt? Oh, und wie? Dieser Kompass hat mir in Russland das Leben gerettet. Ja, beim Nachschub. Ja, beim Nachschub. Aber der ganze Wald war von Partisanen durchsetzt. Da habe ich die Marschzahl einfach auf die Stadt Minsk eingestellt. Und, sind Sie dort angekommen? Nein, das nicht. Aber es kam eine Sanitätskolonne vorbei. Und da habe ich mich natürlich gleich bei dir gemeldet. Ja, ja, typisch Helden. Erstmal nachmachen. Also vorwärts, Marschzahl 17. Seid ihr mit dem Radl da? Ja, wir sind mit dem Radl da. 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 Zum Trinken wird der kluge Mann seit neuestem mit dem Radl. Damit er wieder einfahren kann, ganz ohne Frust und Tadel. Man braucht dazu keinen Führerschein, nur etwas Gleichgewicht. Man fährt damit sein Affenheim und Strafzahlen muss man nicht. Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja, wir sind mit dem Radl da. Ja. Tritt ganz langsam und ganz sachte. Er glaubt, dass diesen kleinen Schritt kein anderer vor ihm machte. Doch plötzlich, welch ein Schreck und Graus, da staunt er wie noch nie. Dort singt er voller Brust heraus, der ganze Kompanie. Ja, wir sind im Radl da. 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 Ja, Professor, schon schlapp machen? Na, Sie haben gut reden, Niedagel. Sie fahren ja als einziger mit fremder Kraft. Oh, ich tausche gern mit Ihnen. Sie müssen nur vorsichtig mit dem Ding umgehen. Das ist nämlich ein Rennmoped, sehr hoch frisiert. Aber wenn Sie vorsichtig Gas geben, kommen Sie vielleicht mit dem Ding zurecht. So, aufsitzen bitte. Gehen nun. Halt mal. Okay, tschüss. Und jetzt die Brille. Hier ist die Kupplung. Hier ist das Gas. Ganz wenig Gas geben, nicht zu viel. So, geht mal weg da vorne. Fertig. Und... Habe ich nicht gut gekocht, Monsieur? Mais oui, doch, 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 doch. Das ist ein Spezialität aus dem Lyonnais. Sehr schade, wenn Sie es nicht essen.
Verzeihung, bitte. Ist dir nicht gut, Gottlieb? Doch, 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 doch. Hast du dich geärgert? Du sagst schon, Gottlieb. Na gut. Bitte. Vom Kultusministerium? Sehr geehrter Herr Taft, diverse Vorkommnisse an der von Ihnen geleiteten Lehranstalt haben im Hause zu der Überlegung geführt, ob Sie mit zunehmendem Alter nicht für Ihren Posten überfordert sind. Nach eingehender Überprüfung der Sachlage habe ich mich daher entschlossen, Sie mit Ablauf des Schuljahres in den verdienten Ruhestand zu versetzen, im Auftrag Meier, Ministerialdirektor. Mich einfach abzuschieben? Was denkt sich denn dieses Ministerium überhaupt? Das Ganze ist natürlich nur das Ergebnis einer Intrige gegen mich. Ja, wer sollte gegen dich etwas haben? Nun, einer meiner lieben Kollegen. Wahrscheinlich einer von denen, die auf meinen Sessel spekulieren. Hast du irgendeinen Verdacht? Ich sage nur zwei Namen. Gnörz, Blaumeier. Du, Pepe, schau, dein französisches Bezel. Was heißt da mein Bezel? Na, gib doch zu, dass du ziemlich in Brand geraten bist. Hm? Das beobachten wir doch schon lange. Hast du den alten Taft eigentlich um Erlaubnis gefragt? Du spinnst wohl. Dass die auf dem Pepe steht, wo der so ein Büffel ist. Hallo, Pepe. Schön, dass ich dich hier finde. Bonjour. Dis-moi, Pepe, muss das sein, dass ihr immer solche Streiche macht wie mit dem Motorrad? Ja. Das dürft ihr nicht tun, weil die nette Direktorin eine Menge Schwierigkeiten hat wegen euch. Schwierigkeiten? Mit wem? Sogar mit dem Minister. Ach, Blödsinn. Doch, er hat einen Brief bekommen, dass er gehen muss, wenn die Schuljahr zu Ende. Woher weißt du denn das? Ich weiß noch viel mehr. Entschuldigung, Monsieur le Directeur. Ein Ernit Nagel möchte Sie unbedingt sprechen. Entschuldigung, Herr Direktor, dass ich hier so einfach... Aber hier sind wir ungestört. Na, was wollen Sie denn, Nietnagel? Es handelt sich um die Professoren Knörz und Blaumeier. Wollen Sie sich etwa über die beschweren? Nein, wir haben nur in Erfahrung gebracht, dass von dieser Seite etwas gegen Sie läuft. Na, was denn? Beim Ministerium. Und woher haben Sie diese Information? Och, das tut nichts zur Sache. Hm. Ich möchte Ihnen im Namen der 13a unsere volle Unterstützung anbieten. Hm. Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Ganz einfach, Sie haben neulich auch für uns Partei ergriffen. Wieso? Bei der Sache mit den Puppen. Ah, ja, 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 ja. Und jetzt möchten wir beweisen, dass keiner dieser Intriganten in der Lage ist, Ihren Posten einzunehmen. So, und wie wollen Sie das, Herr Direktor, wenn man Erfolg haben will, muss man Ärger machen. Und wir werden Ärger machen. Ja, dann erlauben Sie mir, dass ich mir dieses sonderbare Angebot noch einmal gründlich überlege. Gottlieb, das ist jetzt schon die dritte Tablette. Ja, wenn ich aber doch nicht schlafen kann. Du musst das nicht so tragisch nehmen. In 3 Jahren wärst du sowieso pensioniert worden. Ganz automatisch. Oh, automatisch, bitte sehr, von mir aus. Aber vorzeitig, das ist für einen Mann von meiner Pflichtauffassung, das ist einfach ehrenrührig. Ach, Unsinn. Du bist lediglich das Opfer deiner Güte. Das ist unfassbar. Also einen Mann, der im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Bist du vielleicht anderer Ansicht, ja? Nein, Gottlieb, nein. So. Deshalb glaube ich auch, dass du dein Leben noch so richtig genießen wirst. Bei all der freien Zeit. Ja. Dann... Ja, und dann? Was mache ich denn dann? Ja, zum Beispiel Sport treiben. Ach, welchen zum Beispiel? Na, vielleicht Kegeln? Bin doch kein Spießbürger. Oder Fischen. Oder mit Würmern? Ach. Du Deibel! Guten Tag, gnädige Frau, womit kann ich dienen? Ja, ich suche etwas zum Basteln. Ja, wie alt ist denn das Kind? 62. Wie bitte? Ja, mein Mann ist 62. Ach so. Da dachte ich mir, weil er... Nee, das wollte ich gern... Nee.
Können Sie mir keinen Rat geben? Ja, ist der Manuel sehr begabt? Manuel? Das ja. Weiß ich nicht, das hat er noch nie gemacht. Dazu hat er bisher keine Zeit gehabt. Na, dann beginnen wir doch am besten mal mit Laubsägearbeiten. Wir haben da verschiedene Muster. Schauen Sie diesen Kasten hier. Schuld. Was ist denn nun passiert, um Gottes Willen? Ich wollte das Schlupfloch aussägen und da ist es passiert. Denise, holen Sie das Verbandszeug. Ui. Im Bad, im Schränkchen. Ui, Madame. Das war auch eine blödsinnige Idee. Das, wo steht geschrieben, dass der Großvater das Geschenk seiner Enkelin selber machen soll? Das kann man genauso gut im Laden kaufen. Ach Gott, lieb, ich wollte doch nur, dass du ein bisschen Freude am Basteln findest. Damit du dann später... Ach so, das war des Pudels Kern, ja? Ach, siehst du, gar keine schlechte Idee, sich einen Hund anzuschaffen. Damit kannst du immer spazieren gehen. Ja, daran hätte ich damals denken sollen, als ich dich heiratete, dass du heimtückisch bist. Und daran hätte ich sogar in Marburg beim Stammkonzert schon denken sollen. Was war denn da? Ja, als du mir damals von dem 144-teiligen Silberbesteck deiner Großmutter erzählt hast, nur um aus mir einen Heirat... Au, 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 das tut doch weh. Du hast mich also nur wegen der Bestecke genommen? Nein, nicht nur. Halten Sie ruhig, Monsieur, sonst verbluten Sie wirklich. Nein, nicht nur, sondern weil du jedes Jahr unbedingt die großen Ferien auf Helgoland verbringen wolltest. Nur, weil da so ein gewisser... Och, ich weiß, worauf du anspielst, aber da war gar nichts. Och. Da war nur die Salzluft in deiner Bronchien. Bronchien? Da war meine Fürsorge. Ja, deine Fürsorge. Deine Fürsorge kenne ich ja. Das war ja auch deine Fürsorge. Monsieur le Directeur, Sie sind nicht nett zu Ihrer Frau. Ich? 35 Jahre habe ich Sie auf Händen getragen. Aber jetzt ist Schluss. Über Männer soll man sich nicht aufregen. Sie verdienen es nicht. Er tut mir ja so leid. Tag, Herr Direktor. Ja. Herr Direktor. Ja. Das ist eine fabelhafte Idee. Gratuliere. Ich verstehe Sie nicht, Nagel. Sie sind krank, Sie sind sehr krank, Sie haben eine Blutvergiftung. Das ist doch ganz einfach. Sie müssen sofort ins Bett, für mindestens 3 Wochen. Warum denn? Na, damit Sie nicht verantwortlich sind für das, was die 13a ab jetzt im Mommsen-Gymnasium veranstaltet. Na, wieso? Ich sage nur eins. Rache führt Haft. Guten Morgen, Fräulein Weid. Guten Morgen, Herr Direktor. Melde mich krank. Krank? Blutvergiftung. Um Gottes Willen, Herr Direktor, da müssen Sie ja sofort in die Klinik. Nein, 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 nein. Häusliche Pflege tut es ja auch. Außerdem ist meine Frau Ehrenmitglied beim Roten Kreuz. Hm. Ja, übrigens werde ich ja nicht mehr lange da sein. Natürlich, Sie müssen sofort ins Bett. Nein, 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 das meine ich nicht. Ich meine, meine Tätigkeit hier im Gymnasium neigt sich bald ihrem Ende zu. Ja, 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 das Ministerium will es. Aber das ist doch nicht wahr. Doch, 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 doch. Herr Direktor, mhm. Wenn Sie gehen müssen, will ich auch nicht mehr bleiben. No, das ist ja rührend, wie treu Sie sind. Danke, Herr Direktor. Und jetzt passen Sie mal auf. Kollege Knörz übernimmt ab sofort meine Vertretung. Der Blaumeier vertritt Knörz als Konrektor und dieser Studienrat Pflaum, der unterrichtet eben für Knörz. Ist das klar? Ja, und wer vertritt Studienrat Pflaum im Turnen? Ja, oh, ja, ja. Ja, no, da muss eben mal wieder dieser Dr. Heidemann einspringen. Also, was hat Studienrat Pflaum an den Ringen turnen lassen? Freies Auskugeln im Langhang, einfach und doppelt, mit Umgreife und dann auspendeln. Ach so, mit auspendeln. Tja, also, aus meiner Sicht, muss ich frei und offen gestehen, ist mir diese Übung nicht ganz geläufig. Och, turnen Sie uns doch einfach etwas vor, Herr Doktor, damit wir es dann nachmachen können. Ja, ja. Naja, also, ich weiß nicht recht, aber wie dem auch sei, in einem gesunden Körper steckt immer ein gesunder, nicht wahr? Also, frisch auf. Gut. Disziplin, ja? Auf geht's. Gestatten, Herr Professor? Sehr freundlich, herzlichen Dank. Sehr zuvorkommend, Dankeschön. Bitte sehr. Also, ich demonstriere Ihnen als erstes die Spinne. Ja,
nur den Bizeps und festigt das Rückgrat, sondern entspannt auch in idealer Weise die Bauchdecke, trainiert das Zwerchfell und schult das Gleichgewichtsvermögen. Hallo! Was ist denn los? Auf Wiedersehen, Herr Professor. Kommen Sie sofort zurück. Ich befehle Ihnen, sofort zurückzukommen. Holen Sie mich hier runter. Sie sollen mich sofort hier runterholen. Hilfe! Zu Hilfe, hier kommt denn niemand. Hilfe! Herr Bloch, es ist eine Schweinerei. Ich habe eben die Lehrertoiletten inspiziert und gesehen, dass die Fenster so schmutzig sind, dass man nicht einmal hindurchsehen kann. Ja, weil sie nämlich aus Milchglas sind. Aha. Und was ist das? Das ist Dreck. Ja, Dreck. Und wer ist für eine solche Umweltverschmutzung verantwortlich? Die Frau Pimperle. Wer ist das? Die Putzfrau vom ersten Stock. Und Sie haben die Oberaufsicht. Und Sie irren sich, wenn Sie glauben, dass ich einen solchen Schlendrian dulden werde. Aber unser Herr Oberstudiendirektor hat sich um solche Lappalien noch nie gekümmert. Der hat seine ganze Schaffenskraft für die Förderung und Erziehung der Jugend eingesetzt. Ach, quatschen Sie doch nicht! Der Direktor einer solchen Anstalt hat sich um alles zu kümmern. Und ich werde hier in Zukunft mit eisernem Besen auskehren. Bitte schön, Herr Professor, mit was für einem Besen, wo Sie doch überhaupt nicht Direktor sind? Noch nicht, aber bald. Hanu! Das kommt aus der Turnhalle. Sehen Sie nach, was dieser Lärm zu bedeuten hat, ja? Jawohl, Herr Professor. Hilfe! Zu Hilfe! Hört mich denn keiner? Hilfe! Holen Sie die Feuerwehr! Oder irgendjemand anderen! Brauchen wir nicht! Mach ich selber! Ich war nämlich früher Vorturner in unserem Turnverein. Das ehrt Sie ja, dass Sie Vorturner im Turnverein waren, aber holen Sie um Himmels Willen endlich Hilfe! Es war eine sehr schöne Zeit damals. Holen Sie doch um Himmels Willen! Sehr schöne Zeit. Wir wären beinahe in die Olympia-Disqualifikation gekommen. Das interessiert mich doch alles nicht! Loch, ich beschwöre Sie, Sie Trottel! Holen Sie mich endlich hier runter! Ach, runter? Ich halte es ja kaum mehr aus! Ach so, herunter! Ja, ja du! Loch! Moment. Loch, ich sage Ihnen nur eins, beeilen Sie sich, sonst geschieht ein Unglück. Schnell, so hören Sie doch. Einen Moment noch. So kommen Sie doch hoch. Loch. Ja, Moment noch. Ich. Bitte machen Sie. Herr Professor, keine Sorge. Loch. Ich bin schon da. Nein, bin Loch, ich bin da. Los, bitte. Dann suchen Sie es wieder, Bloch. Ich beschwöre Sie, lassen Sie los. Nein, dass ich runterfalle. Ich kann mich nicht mehr halten. Ich weiß nicht, was geschieht. Nichts, Herr Professor. Nicht. Ich halte Sie. Seien Sie ruhig. Loslassen. Ich halte es nicht mehr aus. Sie müssen. Hilfe, Sie sind ja oben. Zu Hilfe. Was ist denn das hier für ein Lärm? Das ist kein Lärm, das sind wir. Was machen Sie denn da oben? Wir warten hier auf die Straßenbahn. Ja. Ich schwöre, Sie holen Sie uns hier runter. Wieso schreit man nicht? Herr Professor, lassen Sie mich auf Sie treten. Halt nicht in die Knie. Stramm. Sie können absteigen, Herr Professor. Ja, aber schnell. Absteigen? Das ist es. Wollen Sie mir bitte sagen, wie? Einfach loslassen. Nur nicht fallen. Jetzt. Halten Sie fest. Ich bin doch kein Brückenpfeiler. Brückenpfeiler. Meine Brille. Durchhalten, Bloch. Sie sind mein letzter Halt. Holter ihn, Holter. Jetzt ist er. Ich bin unten. Also, meine Herren, ich muss sagen, Sie sind hervorragende Unterbänder. Achtung. Jetzt komme ich! Ja, das merkt man. Vielleicht, Herr Professor, dass Sie mich dafür für das goldene Sportabzeichen vorschlagen. Hinab! Wie lange wollt ihr eigentlich wegbleiben, Helena? Bis Papa seine Depression überwunden hat. Mama sagt, dein Enkelkind kriegt alles fertig. Ja, und du glaubst nicht, dass mein Herr Schwiegervater sich wundern wird, wenn ich so lange allein bin? Da haben wir uns schon was ausgedacht. Ja? Ich sage einfach, dass unsere Ehe zerrüttet ist. Na, also dann ist Lisa so. Sei gebracht. Du auch, Papi. Ich nehme das Spiel jetzt. So, also auf Wiedersehen. Gute Reise. Wiedersehen. Gita. Oh, Gita will auch mitkommen. Schnell. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Wieso haben Sie hier? Das ist ausschließlich für Lehrkörper. Mir hat es so pressiert, Herr Professor. So.
Guck mal, Mami, ein Kaminkehrer, das bringt uns Glück. Sag, Mami, warum muss denn Opa in der Schule wohnen? Muss er noch was lernen? Nein, er kann schon alles. Er bringt es nur den Kindern bei. Und da ist es praktischer, wenn er gleich in der Schule wohnt. Ach ja, natürlich. Liebe Helena, erst neulich habe ich zu Mama gesagt, dass... Gottlieb, ja? Schau mal, wer da ist. Opa, hallo. Opa, ich bin zu dir zu Besuch gekommen und Mami auch. Nun, das ist eine Überraschung. Gerade eben wollte ich euch schreiben. Helena, ich freue mich, komm. Sag mal, wie lange wollt ihr bleiben? Für sehr lange. Was heißt das? Ist was passiert? Ich kann jetzt nicht sprechen. Moment. Was war denn? Die Kleine weiß wohl nicht. Später. Ich will alles wissen, und zwar sofort. Moment. Agathe? So, jetzt ziehe ich dir den Mantel aus und zeige dir, wo du schläfst. Oh, fein. Hast du ein weiches Bett für mich? Also, was ist? Hat er dich betrogen? Betrogen? Das wäre ja noch schöner. Nein, nein, was ganz anderes. Er wollte mich schlagen. Er ist mit einer Suppenkelle auf mich losgegangen. Papa, mit einer Suppenkelle! Na, also, die Männer sind ja Untiere. Nur du, Papa. Nur du nicht. Ja, ja. Du, pass mal auf. Vielleicht aber tut es ihm jetzt schon leid. Ihr versöhnt euch bestimmt wieder. Versöhnen? Hm? Niemals. Ich kehre nie mehr zurück. Ich lasse mich scheiden. Helena, bedenke doch, wo willst du denn mit deinem Kind hin? Soll das heißen, dass bei euch kein Platz für mich ist? Naja, ich meine, wenn das so weit ist, dann wirst du selbstverständlich wieder zu uns. Oh. Aua! Oh, Helena. Nebelkerzen. Nebelt gut und vor allem pünktlich. So. Bei dieser Aufgabe wird sich die Spreu vom Weizen sondern. Verteilen Sie das mal. Sie stehen ja auch kurz vor der Reifeprüfung. Das Schicksal hängt jetzt ganz dicht über Ihren Köpfen. Wenn der so aufs Blech hat, ist es bestimmt eine Vektorrechnung. Da bin ich ahnungslos. Nicht verzagen, Pipi-Fragen. Ach, du weißt doch auch nichts. Meine Nebelkerzen machen das schon. Sie sehen die Zeichnung. Bilden Sie mit dieser affinen Abbildung die Gerade in R3 ab und beschreiben Sie das Bild der Geraden. Scheiße. So, das waren also die Zahlen. Und was spielen wir jetzt? Tachzahn. Tachzahn. Ja, wie geht denn das? Also, ich bin der Tachzahn. Ja. Und das ist Cheetah, der Affe. Das ist der Affe, ja, ja. Und ich? Und du bist der Urwald. Ich bin der Urwald? Und was macht denn der? Der muss die Tiere mit Bonbons füttern. Mit Bonbons? Ah, sind aber gar keine da. Doch, im Schrank. Im Schrank, da geht der Urwald mit. Warte. Wow, wow. Ja, da sind sie, ich sehe sie schon. Und das erste Bonbon bekommt wer? Cheetah. Ah, so. Und das zweite? Das zweite bekommt natürlich Tarzan, dass er stark bleibt. Also ja, und das dritte? Das bekommt der Urwald. Der Urwald, ah. Monsieur le Directeur, Herr Niednagel hat gesagt, um 5 Minuten nach Norden, Sie müssen bitte anfangen. Ah, ja, ja, ja. Magst du auch ein Bonbon, Denise? Ja, gerne, Lisa. So. Was gibt's denn hier zu gucken? Schreiben Sie weiter! Also bei diesem Lärm kann ich mich wirklich nicht konzentrieren. Also bitte? Oh, Entschuldigung. Bitte. Da wird wahrscheinlich die Darmfalzen repariert, die sowieso aus Methusalems Zeiten. Ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gefragt, Niednagel, gar nicht. Ich meine ja nur, dass Sie einen Bloch verständigen könnten, damit er das Geklopfe abstellt. Natürlich. Und Sie schreiben hier voneinander ab. Das kommt gar nicht in Frage. Machen Sie sich gar keine Hoffnungen. Ich erhebe Einspruch. Was erheben Sie? Einspruch. Die Arbeit darf nicht bewertet werden. Protest, der Verein bringt die Arbeitsleistungen. Entschuldigung, glaubst du es bei Ihnen auch so? Aber das hören Sie doch. Hm? Ach so, ja, ja. Ich schaue euch sofort im Keller nach. Ja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Was ist denn das für ein Höllenlärm? Ja, was treibt ihr denn da, Gottlieb? Wir ärgern die Pauker, Agathe. Los! Also, ach nee. Auf, Thomas, fall ich nicht herein!
Gefahr! Wenn wir die beiden Situationen gegenüberstellen, dann... Gegenüberstellen, schreibt man das zusammen oder auseinander? Sie haben auch keine Ahnung von Orthographie. Jedes zweite Wort muss man im Duden nachschlagen. Herr Professor, ein Bruch! Was, ein Einbruch? Nein, ein Bruch! Kaputt, auseinander! Ach, ein Knochenbruch in der Turnstunde. Nein, in der Heizung. Das Heizungsrohr ist gebrochen. Wir können jeden Moment... Und da wollte ich Sie fragen, was zu tun ist, wegen der Gefahr für die Leib und Leben. Fräulein Weidt, alarmieren Sie die Feuerwehr. Ja. Doch, folgen Sie mir nach. Jawohl. Sie sollen mir nachfolgen, habe ich Ihnen gesagt. Jawohl, Herr Professor, freu. Noch, leuchtet Sie den Unterricht an. Reißen Sie alle Fenster auf. Ja, ich reiße. Ja, was soll das? Leute. Ja, das ist ein Irrtum. Es ist erst 9.15 Uhr. Weitermachen! Ah, alles heraus! Gefahr! Gefahr! Achtung! In die Katastrophe! Gefahr! Alles heraus! Das gibt's nicht! Und was ist mit meiner Vektorrechnung? Die können Sie sich an den Hut stecken. Wohin? An den Hut! Entschuldigen Sie, Herr Kollege, aber... Kollege! Ruhe, alles Ruhe, nicht drängen, Vermahnte! Bitte überraschen Sie das Fortissimo! So hören Sie doch! Sollen wir die Tür zum Direktorat auch noch blockieren? Nein, das ist doch der Gefechtsstand der stellvertretenden Oberkommandierenden Professor Knörz. Den hauen wir morgen früh in die Pfanne, weil wir Anspruch auf ordnungsgemäßen Unterricht haben. Ja, stimmt. Er kommt! Bitte. Warum sind Sie nicht in der Klasse? Wir folgen gern errötend Ihren Spuren, Herr Doktor. So. Nanu? Hat denn der Pedell nicht aufgesperrt? Tja, also, aus meiner Sicht müsste man... wer ist bereit, Herrn Bloch herbeizuholen? Ich eile. Dankeschön, sehr freundlich, Herr Niednagel, sehr liebenswürdig. Verstopft. Wie? Verstopft. Dann schlagen Sie doch die Tür ein zu meiner Welt. Das ist doch ganz einfach. Jawohl, Herr Professor. Ja. Das kann ich nicht. Ja, warum denn nicht? Das kostet ja mindestens ein paar hundert Mark, wenn ich die Tür kaputt mache. Herr Bloch, einen schönen Gruß von Herrn Heidemann. Er ist beunruhigt, weil wir nicht in die Klasse können. Sie sollen sofort kommen. Ui, bei Ihnen auch. Wieso auch? Weil es hier das Gleiche ist. Aha, da waren also Missetäter am Werk. Gewiss, Herr Ministerrat. Ja,
Es ist noch nicht heraus, wie lange Herr Direktor Taft ausfällt, Herr Ministerialrat. Ja, aber Sie können sich doch auf mich verlassen, Herr Ministerialrat. Bestimmt, Herr Ministerialrat. Wir werden, das heißt, ich werde schon für Ruhe und Ordnung sorgen, Herr Ministerialrat. Bitte? Der Lärm kommt unten von der Straße, Herr Ministerialrat. Vielleicht ist es ein Volksbegehren. Wie bitte? Ja, das geht nur schriftlich, ja. Aber, nein, die Schüler sind es nicht, Herr Ministerialrat. Was ist hier los? Gehen Sie sofort in Ihre Klassen. Auf der Stelle. Heuchelei! Lüge ist das! Eine Herde! Eine Horde von Tieren seid ihr! Was haben Sie gesagt? Jawohl! Tiere! Schweine! Das sagen Sie nicht noch einmal! Sie! Aufruhr! Offener Aufruhr! Bitte macht mir noch ein Ende mit diesem Kontrapunkt! Es gibt kein harmonisches Klangbild, das kann ich Ihnen sagen! Disziplin! Wartet. Bibi, Herr Oberbürgermeister. Oh, jetzt habe ich Sie gewählt. Aus Versehen natürlich. Wegen der allgemeinen Panik. Verzau. Funkstreife! Kommen Sie sofort ins Mommsen-Gymnasium. Es ist Revolution. Wir kommen. Ende. Mommsen-Gymnasium. Vorstellung. In Viererreihen aufstellen und dann Gesang. Ist. Wer hat uns alarmiert? Ich, weil... Es hieß Aufruhr. Davon können wir nichts feststellen. Hier war es schon ganz schön aufgerührt. Vor 5 Minuten noch. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin Professor Knörz. Ich vertrete den Direktor dieses Gymnasiums. Offenbar vertreten Sie ihn schlecht. Das hat es doch noch nie gegeben, dass ein Pauker die Polizei um Hilfe ruft. Sie haben wahrscheinlich keinen Funken Autorität. Los, gehen wir. Der Einsatzleiter wird entscheiden, ob Sie wegen mutwilliger Bemühungen der Funkstreife Strafe zu bezahlen haben. Ich tue mir noch ein Leides an. Bibi, du? Also 3 Sachen. Erstens, embrassé. Zweitens, ich muss den Alten sprechen. Drittens, nochmal embrassé. Den Kopf kann ich aber nicht zeichnen. Den musst du zeichnen. Ja, dann gib mal her. Ach, den mit einem Schwarzen. So, dann wollen wir mal sehen, was daraus wird. Ja, was ist? Pardon, Ernitnagel ist da. Opi hat jetzt keine Zeit, er muss erst mal einen Löwen fertig malen. Nein, gleich machen wir weiter. Gleich. So, Augenblick. Bleiben Sie bei ihr. Ja, gern. Na, was hast du denn da Schönes gezeichnet? Ein Löwen. Oh. Tag. Guten Tag, Herr Direktor. Ich komme, um Sie über die weiteren Maßnahmen zu informieren. Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass Herr Professor Knörz die Schüler des Mommsen-Gymnasiums als Tiere bezeichnet hat. Hm. Wir sind eine Herde von Tieren, sagte er. Das hätte aber nicht tun sollen. Wir werden jetzt den Wahrheitsbeweis für diese Behauptung antreten, und zwar am Donnerstag. Donnerstag? Ja, weil uns Ihre Sekretärin freundlicherweise mitgeteilt hat, dass am Donnerstag eine Kommission des Kultusministeriums kommt, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen. Ah. Immer beim Studium. Soll aus einem was werden. Ja.
doch überhaupt da ist? Natürlich, der schläft doch im Gymnasium. Guten Abend, Blochilein. Guten Abend, Blochilein. Wir wollen ein bisschen mit Ihnen feiern. Ja. Ja, ja, ich blättere zwar gerade in meiner Bibliothek, aber der Mensch muss sich bilden. Was wollten Sie denn mit mir feiern? Sie haben doch morgen Geburtstag, Bloch. Ja? Ja. Ja, der wievielte ist denn morgen? Der 30. März. Ja, der 30. Ich habe im Juni Geburtstag. Ach, das ist aber schade, Blochilein. Jetzt haben wir uns schon so gefreut. Und den Wein besorgt. Wein? Sie haben Wein besorgt? Ja. Ja, ja, das ist wirklich aber schade. Aber das macht doch nichts. Wir könnten doch auch ohne besonderen Anlass. Ja, das könnten wir auf jeden Fall. Natürlich können wir. Auf Ihre Gesundheit, Bloch. Ja, auf Ihre Gesundheit. Ich kann es brauchen. Warum sind Sie krank? Schwer. Der Arzt hat bei mir eine Wasserzisterne festgestellt. Wasser? Wasser. Ja, dann müssen Sie kräftig Wein trinken, Blochilein. Wein? Jawohl, Blochi. Komm, Ex. Ex. Alles okay, die Tiere raus. Oh, du wunderschöner Deuter, rein. Rein, ja, rein bitte. Recht so, Blochilein, das ist gut gegen Ihre Zisterne. Kinder, ihr seid ja so lieb zu mir. Ja. Bussi. Nein, nein. Heute bin ich nämlich nicht im Dienst. Heute darf ich. Ach, bitte. Und hier der Wein. Ja, den darf ich auch. Zum Wohl. Gut. Schafe in die 8b. Okay. Gänse und Hühner 9b. Ja. Kühe und Esel 11c. Na, und die Schweine in die 13a. Meine Damen und Herren Kollegen, ich habe Sie schon vor dem Unterricht hierher gebeten, um Ihnen mitzuteilen, dass wir voraussichtlich Besuch aus dem Kultusministerium zu gewärtigen haben. Es liegt mir natürlich am Herzen. Sie werden verstehen, von unserer Anstalt ein möglichst günstiges Bild zu... Scheiße! Helf Gott. Ja, zur Sache. Wenn also Visiten in der Klasse stattfinden, dann darf ich Sie bitten, die Schüler nur das zu fragen, was sie auch wirklich beantworten können. Wir sitzen ja den Behörden gegenüber schließlich alle in einem Boot. Sehr richtig. Tja, also, das wär's. Darf ich Sie nun, Miro, bitten, sich in Ihre Klassen zu begeben? Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, Herr Knorz. Ja, aber warum denn? Ein Pädagoge darf nie ängstlich sein. Ja, aber wissen denn die Schüler vom Besuch der Ministerialen? Es könnte doch sein, dass die irgendwie einen Streich... Natürlich würden die Lümmel, aber keine Sorge, ich habe das Ganze streng geheim gehalten. Unerhört, nicht zu fassen. In der 13a sind lauter Schweine. Na, damit sagen Sie mir nichts Neues. Nein, ich meine doch richtige Schweine. Schweine? Mit Borsten? Ja. Keine Schüler! Schafe! Eine ganze Herde Schafe! Wieso Schafe? Schweine! Schafe! Bitte schauen Sie, kommen Sie! Ja! Bitte! Nein! Ja! Und bei mir die Schweine! Hier, sehen Sie! Eine ausgesprochene Sauerei! Ach, du blöde Kuh! Nein, ich bin doch nicht da. Der Gipfel ist das! Der Gipfel ist... Hör dir bloß her! Was ist denn das? Esel, Sie Esel! Was war das von der Anstaltsleitung so vorgesehen? Es sind nämlich noch mehrere Exemplare der Fauna mit... Ich habe es geahnt! Der Bloch! Bloch muss her! Bloch! Wo ist denn der Bloch? Das ganze Lehrerkollegium muss her! Wir sind verloren! Wenn die Herren aus Stuttgart das sehen, sind wir verloren! Die Viecher müssen raus hier aus der Schule! Helfen Sie mir raus! So, dann wollen wir mal. Keine sympathische Aufgabe, so eine Revision. Es ist nie besonders angenehm, seiner Aufsichtspflicht zu genügen, Dr. Kerr. Ja, das werden Sie auch noch merken. Thank you.
zu. Heimatland, da geht's ja zu, wie breite Gerne. Stehen Sie das, Herr Mister Allrad. Ich sage es Ihnen zum letzten Mal, Sie sollen hier endlich runterkommen. Und wehe, Sie legen ein Ei. Wer sind Sie denn? Professor Knirps. Knirps, Knirps, ich bin es nicht. Herr ist Knirps, ja? Dann tragen Sie die Verantwortung für diesen Saustall hier und da. Was haben Sie mir zu sagen? Ich bitte um meine Pensionierung. Einverstanden, aber erst wenn Sie 65 sind. Sie haben bis dahin nämlich noch sehr viel zu lernen. Kommen Sie, Doktor, kommen Sie. Die Hühner um die Ohren, wenn Sie wenigstens gebraten wären. So, darauf begebe ich mich zum Frühschuppen. Und Sie darf ich bitten, zu Direktor Taft aufzugehen. Er wohnt ja, soviel ich weiß, im Haus. Ja, und was soll ich meinem Schwiegervater sagen? Das fragen Sie noch. Er muss zurück und Ordnung schaffen. Der Minister entschuldigt sich. Der Minister nimmt den Brief zurück. Der Minister bittet und so weiter und so fort. Sie wissen doch, Hilfe! Jetzt ist mir was ins Auge gekommen. Ich kann gar nicht so zittern. Ich nehme halt den Lappen. Ja, danke. Opi, sag mal, musst du denn gar nicht mehr arbeiten? Nein, wenn ich nicht will, brauche ich überhaupt nicht zu arbeiten. Oh, fein, dann möchte ich auch mal Opi werden. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen bitte? Ich bin vom Ministerium und hätte gern Herrn Direktor Taft gesprochen. Lieserchen, mein Liebling. Wo ist denn mein Rasierpinsel? Lieserchen, lauf doch nicht so schnell. Opi kann ja gar nicht mithalten. Opi ist doch ein alter Mann. Gib mir doch den Pinsel, sonst kriege ich noch so einen langen Bart, bitte. Monsieur le Directeur. Ja, aber wo hast du... Nun, Herr Direktor Taft scheint ja wieder ganz wohl auf zu sein. Ein Augenblick, bitte. Monsieur le Directeur? Ja? Ein Herr von dem Minister ist da. Führen Sie den Herrn ins Wohnzimmer, Denise. Gut, wenn Sie weiterkommen wollen. Herr Direktor kommt bestimmt gleich. Bitte, danke. Danke sehr. Bitte. Guten Tag, Papa. Was? Du wagst es, meine Wohnung zu betreten? Du hast meine Tochter mit der Suppenkelle bedroht. Ich werde dir das heimzahlen. Aber Papa, bitte lass dir doch erklären. Ha? Erklären? Nichts da. Ich schreite zur Tat. Auge um Auge, Kelle um Kelle. Papa, bitte so. Nicht. Albert, ich hatte solche Sehnsucht. Sehnsucht? Ich dachte, du wolltest nie mehr zu ihm zurückkehren. Du wolltest dich doch scheiden lassen. Papa, ich gebe ja zu, dass das ein frommer Schwindel war. Aber Gottlieb, wir dachten doch nur, dass ich deine Enkelin auf diese Weise zum Nichtstun erziehen könnte. Also Heimtücke. Wiederum Heimtücke. Ich bin von heimtückischen Menschen geradezu umgeben. Du auch. Wie kommst du dazu, dich als einen Herrn vom Ministerium auszugeben? Seit 2 Tagen mit Berechtigung. Was? Man hat mich dorthin versetzt, als Ministerialrat. Wie bitte? Ich bin gewissermaßen vom Lehramt zurückgetreten. Vom Lehramt zurückgetreten? Ja. Tja, ich auch. Und zwar endgültig. Papi! Lisa, sag mal, was bist du denn? Ein Eisbär. Ach, ein Eisbär. Der Eisbär, der beißt, aber der beißt. Und der will nicht mehr arbeiten. Papa, du musst deinen Entschluss rückgängig machen. Ich weiß doch, wie im Mommsen-Gymnasium alles drunter und drüber geht ohne dich. Das ist mir wurscht. Als Opa bin ich lenkbar, aber nicht als Pädagoge. Aber ich kann deinen Unmut ja verstehen, Papa. Aber vielleicht lässt du dich umstimmen, wenn ich dir sage, dass der Minister deine vorzeitige Pensionierung zurückgezogen hat. Er ist einer Fehlinformation aufgesessen. Das kommt nicht in Frage. Ich bin ab nun entschlossen, nur noch zu faulenzen. Es könnte vielleicht sein, dass ich in Zukunft einmal meine Erfahrungen als Schulmann niederschreibe. Und ich fürchte, wir Pauker kommen da sehr schlecht weg. Vorderhand werde ich mich aber nur um deine Tochter kümmern, die sich schon sehr an mich gewöhnt hat. Na, Lisa, wer bin ich? Opa, du bist der Beste. Und du lässt dich also nicht umstimmen? Nein. Meine Teilnahme bei der Brahmsfeier am 2., das wird meine letzte Amtshandlung sein. Und ich glaube, das wird ein sehr rührender Abschied.
Meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, bevor sich nun der Taktstock zum Gedächtnis des vor nunmehr 75 Jahren verblichenen Johannes Brahms erhebt, möchte ich Gelegenheit nehmen, mich von euch, meine lieben Schülerinnen und Schüler, zu verabschieden. Ich trete in den, so hoffe ich jedenfalls, nicht unverdienten Ruhestand. In einem solchen Augenblick richtet sich der Blick rückwärts. Und bei Erwägung aller Umstände muss ich euch doch danken. Denn was wäre ein Pädagogenleben ohne das Spannungsverhältnis zwischen Schülern und Lehrern? Das übt, wenn ich mal so sagen darf, den Schulmann kolossal. Deshalb danke ich euch. Macht so weiter. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Bitte. Also, schön konzentriert. Vorne. Gaudiamus. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Wir wollen uns an alten Ketten direkt wieder haben. Solidarität. Danke, danke. Also, ihr habt mich überzeugt. Ich bleibe noch ein bisschen. Es ist unmöglich. Nicht möglich. Zur Seite, Mensch! Und was ist das? Zeigen Sie mal her. Ich bin nicht verrückt. Das da ist zum Aufblasen da. Woher wissen Sie denn das? Ja, die kann man aufblasen. Machen Sie das, Bloch. Machen Sie das. Das ist das Corpus Delicti, Herr Direktor. Ich verlange, dass die Täter samt und sonders von der Anstalt verwiesen werden. Die Entscheidung hierüber behalte ich mir vor. Gib es mal hier, ja? Bitte sehr. So. Vielleicht ist es auch ganz anders, also aus meiner Sicht. Das ist schon ein Leben ohne Zucht und Ordnung, nicht? Verzeihen Sie, meine Herren. Guten Morgen. Ist der Schülerin schlecht geworden, Herr Direktor, dass man vielleicht einen Arzt... Das ist nichts Besonderes. Herr Kollege Knörz hat diese Dame nur etwas aufblasen lassen. Guten Morgen. Was war jetzt dies? Vielleicht ist der Chef verrückt geworden. Ja? Agathe! Bocki! Was soll denn das? Was
denn das für ein komisches Ding? Das ist der Gegenstand des Scherzes, den sich meine 13a mit dem dusseligen Knirps erlaubt hat. Und ich muss sagen, das ist sogar ein reizender Scherz. Knirps ist natürlich nicht meiner Meinung. Das kann ich mir denken. Er ist ja immer das Opfer. Ja, und deswegen will er ja auch, dass ich die Schuldigen rausschmeiße. So? Mhm. Und was willst du tun? Nichts. Nichts? Nein, nichts. Soll ich denn diesen armen Lümmeln, die mit Mühe und Not jetzt vor dem Abitur stehen, in letzter Minute alles verpatzen? Nein, nein, das bringe ich nicht fertig. Außerdem würde ich ja zugeben, dass ich als Pädagoge versagt habe. Ich, der Oberstudiendirektor Gottlieb Taft. Lieber Gottlieb, du wirst doch mit zunehmendem Alter immer milder. Ja, ja, das kommt daher, weil ich mich jetzt manchmal daran erinnere, dass ich als Schüler auch ein ziemlicher Lümmel war. Wenn ich zum Beispiel daran denke, was ich in der Unterprima alles getrieben habe. Fünf. Taft. Herr Professor? Der blanke Nihilismus. Natürlich haben Sie bei der Antigone geschlafen. Die Folgen werden sich zu Ostern zeigen. Ruhe! Wir werden jetzt mit der Analyse von Schöllers Hymne an den Unendlichen fortfahren. Ich fahre fort. Ich lese die zweite Strophe. Deinen schauernden Pomp borge dem endlichen ungeheuren Ator, du der Unendlichkeit Rösentochter, sei mir der Spiegel Jehovas. Deinen Gott, dem vernünftigen Wurm, borge prächtig Gewittersturm. Was? Was war das? Na, Ihr Gewittersturm, Herr Professor? Ich wollte Ihnen eine kleine Freude bereiten. Sie Lämme! Ich werde den Direktor herbeiholen, damit Sie drakonisch bestraft werden. Rohr! Rohr, bitte! Ich zitiere. Sein Gott, dem vernünftigen Wurm, orgle prächtig, Gewittersturm. Rohr, bitte! Schämen Sie sich, voll! Also weiter. Zwischen Himmel und Erde, hoch in der Lüfte, Meer. Was will Schiller damit sagen? Kollege? Wenn Sie nicht leibhaftig vor mir stünden, würde ich sagen, Sie erteilen der Klasse gerade Deutschunterricht. Ich bin aber nicht in der Klasse. Herr Direktor. Herr Sonderbar. Und wo kein Gehirn, Taft. Kein Verstand. Was kann denn dieser öble Taft sein? Mit Ihren dummen Gelächter zühlen Sie die heiligsten Götter der Nation in den Schmutz. Nämlich Schüler und Goethe. Ah! In flagranti. Schüler Taft, weil Sie sich erfrechten, Ihren verehrungswürdigen Lehrer nachzuäffen und zu verspotten, bestrafe ich Sie mit 6 Stunden Karzer, die Sie sofort absitzen werden. Bitte. Holmütz, holen Sie den Peter, damit er den Schüler Taft einschlüsst. Muss das sein? Schatz, gehen Sie! Na bitte. Quadler! Gott sei Dank, dass Sie da sind. Öffnen Sie! Dieser miserable Kerl hat mich eingesperrt. Ja, 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 diese Scherze werden Ihnen schon noch vergehen. Und dass Sie den Herrn Professor einen miserablen Kerl genannt haben, das will ich extra notieren. Quadler, sind Sie verrückt? Nee. Zum Henker, ich sage Ihnen doch, dass Taft dieses öble Subjekt mich hier eingesperrt hat, als ich Sie besorgen wollte, um ihm ins Gewissen zu reden. Jetzt machen Sie keine Umstände, öffnen Sie unverzüglich. Ja, 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 doch, Sie müssen mich für sehr dumm halten. Also jetzt benehmen Sie sich anständig und bimmeln Sie nicht immer. Jetzt gucken Sie doch wenigstens einmal durchs Schlüsselloch. Dann werden Sie doch sehen, dass... Ja, 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 wie das letzte Mal, wo Sie mir in die Augen geboostet haben. Mit mir nicht. Nee, mein Gutster. Nee. Sie sich zum Teufel. Aber das gebe ich Ihnen schriftlich. Sie sind zum längsten Pedell gewesen. Ja, so war das damals. Übrigens, der Einzelling ist erst nach Stunden aus seinem Gefängnis befreit worden. Und du bist nicht von der Schule geflogen? Nein, sonst wäre ich doch jetzt nicht der Direktor des Mommsen-Gymnasiums. Man muss eben manchmal Gnade vor Rechter gehen lassen. So wie ich jetzt. Mit der 13a. Und du glaubst, es haut hin? Klar. So, fertig. Steck mal ein. Okay. Und der dreht sich doch. Aber der Pinsel in der Sache drin, dann haut sie hin. Ich probier mal, ob das schneller läuft. Ja.
Blaumeier die Demonstration über den Drehimpuls heute nicht durchnimmt? Der macht schon, das hat er in der letzten Stunde angekündigt. So, jetzt müssen wir die Stirpe noch ein bisschen besser verstecken. Danke Ihnen schön. Ich finde, so kann man die Schüler am besten zu einer gewissen Konzentration bringen. Frau Kollegin, versuchen Sie mal. Das soll nämlich schlank machen. Habe ich nicht nötig. Dafür sorgen schon die Schüler. Ich habe nie verstanden, ja, sehen, dass Sie nicht Konzertpianist geworden sind. Ja, gewiss. Sehen Sie, ich war zwar bei jedem Probespiel der Beste von denen, die durchfielen, aber ich habe mich dann doch für das Lehramt entschieden, weil ich sagte mir, ich aus meiner Sicht habe mir gesagt, siehst du, so kann ich sehr viele Musikschaffende heranbilden, während es ja andersherum letztendlich nur bei einem Künstler geblieben wäre, nicht wahr? Ja, natürlich. Oh, mein Schubert. Pardon. Ja. Das können wir uns unmöglich bieten lassen. Der Chef will von einer Bestrafung der 13a Lissabande einfach absehen. Mit welcher Begründung denn? Gar keiner. Er sagt, das sei seine Sache. Da irrt er aber. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir uns von den Schülern auf der Nase herumtanzen lassen? Dazu noch mit Unterstützung der Anstaltsleitung. Was würden Sie dazu sagen, wenn ich als Direktor Sie mit dieser ungeheuerlichen Situation konfrontiert hätte? Eisern durchgegriffen, da gibt es kein Pardon, das ist doch klar. Und Sie? Selbstverständlich, dasselbe. Wir haben die Verpflichtung, die beginnende Alterstorheit des Herrn Taft dem Ministerium mitzuteilen. Schließlich gibt es doch eine vorzeitige Pensionierung. Wobei unsere Chancen steigen würden. Tja, schließlich muss ja einer von uns beiden der Nachfolger werden, nicht? Es wäre ein Gebot der Höflichkeit, dass Sie aufstehen, wenn ich hereinkomme. Nun, mir ist es egal. Ich weiß sowieso, mit wem ich es zu tun habe. Setzen! Wo war ich letzten Donnerstag stehen geblieben? Am Sexshop in der Bahnhofstraße. Ich habe Sie genau beobachtet. Ich bin beim Drehimpuls stehen geblieben. Warum fragen Sie mich dann, wenn Sie selber wissen? Mit Ihnen spreche ich nicht mehr, Niednagel. Na, hoffentlich. Der Satz von der Erhaltung des Drehimpulses lautet, wenn keine anderen Drehmomente eingreifen, bleibt der gesamte Drehimpuls zeitlich konstant. Eine Katze, die mit dem Drehimpuls 1 ist gleich 0 vom Dach fällt, macht sofort Drehbewegungen mit dem Schwanz, dessen Impuls durch eine Bewegung des übrigen Körpers kompensiert wird. Ergebnis? Die Katze fällt immer auf die Füße. Ein Tänzer, 21, der... 21, 22, 3... Ja, was soll denn das? Ich zähle nur Ihre Atempause mit. Ein Tänzer, der bei einer Pirouette einen konstanten Drehimpuls von 1 ist gleich Theta mal Omega hat, kann durch Anziehen der Arme das Trägheitsmoment vergrößern, sodass das Produkt konstant bleibt. Ich demonstriere Ihnen das jetzt mal auf diesem Hocker, obgleich Sie es nicht verdienen, dass ich den Unterricht in irgendeiner Weise farbig gestalte. Lydia, treten Sie heran, schubsen Sie mich. Gerne. Achtung! Nein, und noch etwas kräftiger, wenn ich bitten darf. Ja, so ist es recht. Oh, oh. Ist Ihnen schwindelig, Herr Professor? Ja, das sollten Sie auch ein paar Mal am Tage machen, Niednagel. Das fördert die Durchblutung des Gehirns. Ich meine, vorausgesetzt, dass man eins hat. Doch, was wollen Sie denn? Ich wollte mich über Herrn Professor Blaumeier beschweren. Ah. Er hat den Unterricht vorzeitig verlassen. Ja? Ja, warum denn das? Ja, das wissen wir auch nicht. Zuerst hat er seinen Schuh in die Vitriollösung geworfen. Ach. Und dann hat er gesagt, er kommt heute nicht wieder. Was? Der Schuh? Nein, der Herr Professor Blaumeier. Na, das ist aber sonderbar. Ja, vielleicht will er uns auch nur hereinlegen, weil er genau weiß, dass wir vor dem Abitur jede Stunde notwendig brauchen. Aber das wäre gemein. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Und ich bitte, dass ihr schön gleichzeitig einsetzt, ja? So, Kinder, jetzt noch einmal schön konzentriert. Ab Ziffer 19. Vivace. Ich gebe 3 vor. Nein, nicht doch, um Himmels Willen. Bloch, was machen Sie denn nur? Ich triangle. Also ich darf Sie um äußerste Präzision bitten. Überdies hat Becken Einsatz und nicht Triangel. Ach so, ja. Hey, ja. Also, noch einmal. Was in aller Welt ist denn jetzt schon wieder geschehen? Ich habe mich am Becken verletzt. Bitte, wie das? Ja, ich habe es so gemacht, ne, und dann...
bis morgen. Ich spiele nicht mehr mit, ich gehe jetzt nach Hause. Und Sie sind schuld. Wieso bin ich bitte schuld? Ja, ich wollte Triangel. Ja, aber Brahms schreibt nun einmal Becken vor. Becken vor. Ja, das kann ja sein. Der hat vielleicht längere Arme gehabt wie ich. Also meinethalben beschränken Sie sich für heute auf die Pauke. Das ist, wie man unter diesen Umständen ein homogenes Klanggemälde. Also noch einmal, Ziffer 19. Wie bald? Und 1, 2, 3. Gaudia Musicum. Moment mal, wieso ist vom Klangkörper nur die Geige anwesend? Weil die Geige vom Turnen befreit ist. 1, 2, 3. Gaudia Musicum. Tag, Dr. Heinemann. Na, wie geht's denn mit dem Proben voran? Danke, Herr Direktor. Wir sind fleißig und aus meiner Sicht zum 3. April voll einsatzfähig. Na, der liebe, gute alte Brahms. Dann ist er auch schon 75 Jahre tot. Ja, um was ich Sie bitten wollte, mein lieber Doktor. Sie haben doch in der nächsten Stunde die 13a. Ja? Dann unterbrechen Sie hier und übernehmen jetzt schon die Klasse. Kollege Blaumeier ist irgendwie ausgefallen. Jawohl, Herr Direktor. Ja. Komm, Herr Schauer. Hey! Was machen wir heute mit dem Heidemann? Spinnst du mit? Vielleicht Namen vertauschen. Keine schlechte Idee. Also bist du nicht Lydia, sondern Eva. Mhm. Der ist bestanden und kriegt es hin. Du meinst wirklich, dass er das macht? Gestatten? Eva Schubert. Hm? Das ist das Ding des Tages für den Heidemann. Ach so, gestatten, Lydia Meier. Seid ihr krank? Bitte. Ja, du bist ich. Ungern. Der Jux für Heidemann. Ah, kapiert. Der muss übrigens gleich kommen. Der Chef sagt, er schickt ihn statt Blaumeier. Da ist er schon. Guten Morgen. Wir beginnen mit der Deutschstunde schon jetzt. Einen schönen guten Morgen, Herr Dr. Heidemann. Ja, guten Morgen. Setzen Sie sich bitte. Ich habe gestern einen Onkel von mir kennengelernt, den ich bisher nicht kannte. Ja, das mag ja alles sein, aber... Ja, und jetzt wollte ich nur nachprüfen, ob Sie meinem Onkel vielleicht ähnlich sehen. Was? Herr Doktor. Naja, ich weiß nicht. Sagen Sie mal, was soll der ganze Unsinn? Naja, hätte ja sein können. Es hätte sein... Also ich aus meiner Sicht, ich habe kein Interesse, Ihrem Onkel ähnlich zu sehen. So, wollen Sie damit sagen, dass mein Onkel hässlicher ist als Sie? Also ich habe lediglich... Sie haben meinen Onkel beleidigt und das lasse ich mir nicht gefallen. Merken Sie sich das, Herr Doktor. Und jetzt beginnen Sie mit dem Unterricht. Wir haben sowieso schon Zeit verloren. Schade. Ich meine, leider. Naja, ich wollte sagen... Es sind uns aus der Frühzeit der deutschen Literatur viele Schriftdenkmäler verloren gegangen. Darunter befinden sich einige, welche ich für die Oberstufe als unerlässlich bezeichnen muss. Nicht. Weil Sie sie nicht kennen. Kennen Sie auch nicht. Aber Sie sind eben, weil Sie, respektive also im Hochmittelalter. Aber Gott sei Dank haben wir das Nibelungenlied. Wir haben unseren Richard Wagner. Winterstürme wichen dem Wonnemond, im milden Lichte leuchtet der Lenz. Also, wir wollen uns jetzt vielleicht ein ganz klein wenig über das Wesen... Schon gut. Wir werden im Lehrerkollegium darüber befinden, was weiter mit Ihnen zu geschehen hat. Sie wissen ja, dass Ihnen die Verweisung von der Anstalt angedroht war. Das ist mir Schnurz. Quadler? Herr Direktor? Sie sperren jetzt sofort den Schüler Taft in den Karzer. Jawohl, Herr Direktor. Und lassen Sie ihn unter keinen Umständen vor heute Abend heraus. Jawohl, Herr Direktor. Gleichgültig, welche List er auch anwendet. Jawohl, Herr Direktor. Und wenn Taft ein Bedürfnis hat, dann bleiben Sie bei ihm. Sie sind verantwortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf. Jawohl, damit nichts daneben geht. Ich spreche vom Vollzug der Karzerstraße. Anständig Ordnung machen. Ja, wir sind doch Splitter. Beeilen Sie sich, keine Möglichkeit vorschätzen. Wer schafft mir dieses Individuum vom Hals? Pennell! Geben Sie doch Obacht! Jawohl, Herr Professor. Hören Sie den Schüler Taft ab! Jawohl, Herr Professor, das hat mir der Herr Direktor schon alles befohlen. Na, das kann ich ja nicht wissen. Nee? Unverzüglich einsperren! Jawohl, unverzüglich. Taft, ja? Folgen Sie mir? Ja. Und drehen Sie den Karzerschlüssel zweimal um. Zweimal? Wiedersehen. Zweimal.
verzerrt sich, ja? Duft, was haben Sie eigentlich verbrochen? Ich? Ja, nichts. Aber irgendetwas müssen Sie doch angestellt haben. Mein lieber Herr Quadler? Ja? Ich habe nur das getan, was Herr Professor Heinzerling beständig tut. Ja, und dafür waren Sie bestraft? Oh ja. Wieso? Ja, ich weiß auch nicht warum, aber der Herr Professor hat es anscheinend nicht gern, wenn man genauso spricht wie er. Mhm. Verstehe. Verstehe immer noch nicht. Hören Sie mal, Quadler. Der Paft ist ein Taugenöchts und verdünnt eine exemplarische Züchtigung. Ich gucke da die Stimme. Sie sprechen genau wie der Herr Professor. Sie sind überrascht, Quadler. Ja, ich bin überrascht. Und das haben Sie vor dem Herrn Professor gemacht. Naja, deswegen werde ich ja jetzt auch gedemütigt. Ja, die einzige Gerechtigkeit, die es bei uns gibt, ist die Ungerechtigkeit. Duft! Treten Sie hier hinein. Nein, tritt ein, bring Glück herein. Sie sollen nicht immer so sprechen, weshalb, weswegen Sie bestraft worden sind. Ich kann machen, was ich will. Nee, das können Sie nicht. Doch, 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 Herr Quadler, das kann ich. Ich kann sprechen, wie es mir passt. Das geht Sie überhaupt nichts an. Doch, das geht mich nämlich schon etwas an, wenn eine Respektsperson in meiner Gegenwart verspottet wird. Und das passt überhaupt nicht zur Würde meines Berufes. Herr Professor, Sie wünschen? Ich wollte mich erkundigen, ob Sie in sich gehen und einsehen, dass Sie die Strafe verdient haben. Nein, Herr Professor, das sehe ich nicht ein. Was? Sie wollen sich auf die Hinterbeine stellen? Disziplin muss sein. Versetzen Sie sich doch an meine Stelle. Verstehend. Ich soll mich an Ihre Stelle versetzen? Ja, das meine ich. Aber gern, Herr Professor. Dann können Sie ja jetzt die Strafe für mich absitzen. Was fällt Ihnen ein? Öffnen Sie augenblicklich die Türe! Einen Augenblick, Taft, öffnen Sie! Befehle Sie Ihnen! Taft, ich bringe Sie ins Gefängnis! Herr Professor? Wort, Wort. Ich gehe jetzt, Quadler. Beobachten Sie mir den Taft. Der Übeltäter benimmt sich wie wahnsinnig. Er erfrecht sich noch immer, seine impertinenten Scherze zu treiben. Ja, ja, er hat sich schon getrieben. Ich wollte schon melden. Also, dass Sie ihm unter keine Bedingungen öffnen. Der Bursche wäre imstande, Sie über den Haufen zu rennen und mir nichts, dir nichts durchzubrennen. Haben Sie verstanden, Quadler? Jawohl! Du Befehl! Ich werde den Taft im Auge behalten! Gott, Gott! Und jetzt nichts wie weg. Es wird mir schon gelingen. Zur Hilfe! Zur Hilfe! Gewalt hat! Immer frei! Gewalt hat! Hilfe! Ich springe den Pedell um Amt und Brot, wenn er nicht augenblicklich absperrt. Das wird alles nur dir.
Ausziehen ist einfach. Du nämlich. So, jetzt machen wir die Vorhänge zu, damit die Damen besser wirken. So, fertig? Ja, klar. Okay. Die Mädchen raus und spielt auf Empörung. Nein, geht schon weg. Aber keine Unanständigkeiten. Ich bin jetzt im Fernsehen. Ah, die lacht mich jetzt schon schief. Ah, ist das Ehrensache. Die Schadenfreude ist das Einzige, was uns bleibt, Herr Kollege, das Einzige. Ja, ich bin Ihrer Meinung, nachdem die Autorität unterhöhlt ist. Zucht und Ordnung, das wäre es, sozusagen mit eiserner Faust durchgreifen. Ah. Es bleibt uns eben nur die Schadenfreude, wie Sie sagen. Ja, wenn Sie dann nur reihenweise durchs Abitur rasseln würden. Das wird geschehen. In Latein zum Beispiel wird's verheerend werden. Seit Wochen behandle ich nur Salust zur Irreführung. Das verstehe ich nicht. Weil ich jetzt schon weiß, dass bei der Prüfungsarbeit Cicero drankommt. Ach so. Sehr schlau, Herr Kollege. Sehr schlau. So, Lampmann, und dann alle Positionen einnehmen. Okay. Auf geht's, Puppi. Herr Klang. Morgen, Herr Professor. Ja, warum stehen Sie hier noch herum? Oh, bitte gehen Sie nicht hinein, Herr Professor. Warum denn nicht? Es ist entsetzlich. Wir schämen uns so, ja. Warum schämen Sie sich? Die Hände denen zu reichen, schauert's den Reinen. Weh! Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Sodom und Gomorra! Ich brauche einen Zeugen. Einen Zeugen? Jawohl, super. Sie sollen Zeugen. Da, da sehen Sie sich das an. Ja. Und das haben Sie erlaubt? Sind Sie wahnsinnig geworden? Doch, Sie haben den Hauptschlüssel. Sie schließen herab und lassen keinen heraus. Ich gehe inzwischen in das Direktorat. Jawohl, das Herr Professor. Kein Ausblick. Das ist aber notwendig, Blochilein. Lassen Sie mich raus. Blochilein, sei du nicht. Bussi. Keine Bestechung. Mach die Vorhänge wieder auf, Lichter aus und lass den Damen die Luft raus. Vorhänge auf. Bleibt schon da. Ich freue mich schon, wenn Knall wiederkommt. Sie wird Augen machen. Herr Direktor! Herr Direktor, mir fehlen die Worte. Sie hat... Ja, also was hat sie schon wieder? Nicht sie, die Schüler. Sie hatten halbnackte Mädchen auf ihren Schößen. Wo? Auf ihren Schößen im Klassenzimmer. Schülerinnen? Nein, offenbar nicht von der Straße oder irgendwo her. Völlig verworfen. Das ist völlig unglaubwürdig. Noch dazu am helllichten Tage. Ich habe doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Ja, aber manchmal trügt der Schein. Besonders bei Ihnen, Herr Kollege. Diesmal nicht. Ich habe einen Zeugen. Herr Bloch steht vor der Klasse. Wach! Ja, Bloch, wollte jemand entweichen? Jawohl, Herr Professor. Ein Mädchen. Na also, da haben wir es. Und? Ich habe sie natürlich nicht herausgelassen. Na ja, schließen Sie auf. Hier, ja. Bleiben Sie sitzen. Also ich kann nichts Außergewöhnliches bemerken. Ich muss schon sagen, Herr Kollege. Wo sind die Weiber? Wir wissen wirklich nicht, was der Herr Professor Knörz meint, Herr Direktor. Herr Bloch, bitte sagen Sie, was Sie vorher hier gesehen haben. Ich, nicht viel, leider, weil nämlich der Herr Professor die Türe sofort wieder zugemacht hat.